Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Retropanda quält sich Folge. Heute ist ein Wunsch von dem Huli-Nerd dran, und zwar Ultraman für den Gameboy. Das Spiel ist nur in Japan erschienen, soweit ich das recherchiert habe, aber es scheint sogar auch eine Super Nintendo-Version zu geben. Zu der weiß ich jetzt natürlich leider nichts, aber es soll sehr, sehr schlecht sein. Danke an den Huli an dieser Stelle für den Wunsch auf jeden Fall. Ich habe auch unten seinen Kanal verlinkt, falls ihr neugierig seid. Schaut mal bei ihm vorbei, der macht auch sehr, sehr schöne Videos. Aber ich will gar nicht weiter voranreden und gleich anfangen. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwo schon mal den Namen gehört, dass es schlecht sein soll. Aber schauen wir mal rein, würde ich sagen. Okay, also so viel japanisch-mäßig wird da wahrscheinlich oben Ultraman stehen. Und ein Player oder zwei Player. Nehmen wir mal ein 1. Okay, Stage 1. Okay. Also die Pixel-Grafik scheint schon mal sehr durcheinander zu sein. Ist sehr noisy, wie ich sage. Okay. Ich bin hier links. Ich kämpfe gegen Godzilla anscheinend. Ich kann treten, ich kann schlagen. Okay. Okay. Okay, hey! Also, ihr seht keine Zeitlupe. Ich kann nicht springen. Okay, jetzt habe ich irgendeinen Special Move gemacht. Ich kann nicht springen. Normalerweise bei so einem Brawler, also hier A ist Schlagen, B ist Treten, klar. Aber würde man ja sagen, wenn man nach oben drückt, springt man, ne? Okay, jetzt habe ich ihn... Also es gibt anscheinend viele Special Moves. Also wenn ich jetzt nach oben drücke und Schlag mache, dann hat er... Genau, dann macht er hier den Hadouken, wenn man das so sagen will. Aber dass er nicht springen kann, das gefällt mir irgendwie gar nicht, muss ich sagen. Weil an den Rand komme ich auf jeden Fall nicht, weil der macht immer seine Schwanzattacke. Deswegen, normal in Nahkampf kann ich gar nicht reingehen. Ja toll, was soll denn das? Verstehe ich nicht. Okay, Push Start, machen wir mal. Jetzt dürfen wir es nochmal versuchen wahrscheinlich. Ja, okay, gut. Aber, also man kommt nicht an ihn ran. Und dass man nicht springen kann, finde ich ganz komisch. Ich versuche jetzt einfach mal irgendwelche Special-Attacken. Hey! So. Aber wenn man auch sieht, unten links und rechts sind ja wahrscheinlich die Lebensbalken. Aber das mit dem... Es ist so schwerfällig. Es spielt sich so schwerfällig. Also keine Ahnung, ist Ultraman irgendwie im Godzilla-Universum unterwegs oder? Ich schätze mal, es wird wahrscheinlich irgendein Film-Franchise oder sowas sein. Ah, Mann, ey. Mann! Hey, man kann ja... Das ist der erste Gegner. Habt ihr das gesehen? Ich weiß zwar nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe was gemacht. Bam! Okay. Aber auch selbst so. Zack, 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 zack. Weil du drückst einfach immer nach unten und beide Knöpfe auf einmal. Dann macht er hier die Attacke. Zack. Das scheint ein ziemlich cheesy way zu sein, das zu schaffen. Obwohl er... Aber ich kriege auch immer selber Schaden, ne? Hä, warum geht das jetzt gerade nicht? Oh, schon wieder tot. Und die Musik, die macht es auch nicht besser, ehrlich gesagt. Oh Gott. Ich glaube, ich werde nicht lange durchhalten. Zack. Boah, habt ihr das? Oh, wieso habe ich da so viel Schaden gemacht? Zack. Keine Ahnung, ich drücke jetzt einfach immer beide Knöpfe auf einmal. Es scheint da hier sowas zu machen. Komm, 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 komm. Also anscheinend muss man hier viele Kombos benutzen. Also mit normal Schlagen kommt man auf jeden Fall nicht weiter. Zack. Aber das Problem ist, die ganze Steuerung, die fühlt sich... Ihr seht es vielleicht selber vom Gameplay, es ist sehr langsam. Und so ist aber auch die Steuerung. Also... Da habe ich schon solche Prügelspiele besser auf den Gameboy gesehen. Das ist jetzt keine Entschuldigung
Zack, zack. Ah, okay. Ich am besten, glaube ich, räume ich immer einmal rein und dann gehe ich wieder zurück. Oh, das hat er mich getreten. Mit seinem Schwanz hat er einfach eine höhere Reichweite. Wie geht denn die Rolle rückwärts? Ich weiß natürlich nicht, ob das jetzt im Handbuch irgendwie erklärt ist. Wie habe ich denn am Anfang so ganz viel Schaden gemacht? Ah, okay, nach oben und... Okay, ich bin jetzt hier am Rand angeraten. Könnte eine knappe Sache werden, würde ich sagen. Zack, zack, zack. Jetzt habe ich ihn hier im Uppercut-Lock. Und. Finish. Ja, wie denn? Hä? Ja, wie? Jetzt muss ich noch einen Finish-Move machen. Ja, wie denn? Hey! Hey, du bist besiegt! Hey! Ich hab ihn doch! Okay, komm. Ein Versuch machen wir noch. Ich hab ihn fast gehabt. Aber es ist... Also ich bin in dieser Godzilla-Lore nicht so wirklich verankert. Ist Ultraman Godzilla-mäßig unterwegs? Also, es wird zumindest einige Klischees hier... Zack, zack, zack. Ja, wieso hat das gerade geklappt und jetzt nicht? Zack, zack. Oh. Das Problem ist, man muss hier solche Moves irgendwie ausnutzen. Zack, 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 zack. Und wieder zurück. Haha, das war doch mal ideal. Also, auch wenn man hier sowas ausnutzen kann. Zack, oh, habt ihr das Ausweichen gesehen? Das macht trotzdem keinen Spaß. Ihr seht es ja selber, es fühlt sich alles so extrem langsam an. Dieses Schild, was soll denn das sein? Okay, das ist klar, es soll irgendwie was abblocken. Klar, logisch. Aber... Wieso kann man hier nicht springen? Okay, das sollen ja hier so 50 Meter Kreaturen sein irgendwie, ne? Aber selbst... Kann Godzilla springen? Das ist ja mal eine Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Wird es ja Erdbeben geben, wahrscheinlich. Naja, diese Faust, was das sein soll. So, ich versuch's doch mal. Zack. Zack, 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 zack. Wieso hatte der jetzt eigentlich so viel wenig Leben? Oder speichert er das quasi aus dem letzten Match? Dass das quasi so ein Effekt von dem Continue ist. So könnte ich mir das zumindest vorstellen. So, jetzt finishen. Aber er tritt mich ja weg. Finde ich. Das war bestimmt irgendein speziellen. Nein! Weil man auf Start drückt, springt man. Select ist Pause. Bam! Okay. Aber wie finde ich den? Da gibt es bestimmt irgendeine Tastenkombination für, ne? Okay. Ey, mit Start. Das heißt, man muss da jetzt ständig den umgreifen. Ich habe mich schon gewundert, warum es kein Springen gibt. Aber das ist von der Steuerung ja so bescheuert. Warum hat man das nicht einfach nach oben gemacht? Ich weiß nicht, wie ich ihn finishen soll. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Da gibt es wahrscheinlich irgendeine ganz clevere Kombination zu. Und BAM! Ich habe dich auf den Boden geworfen. Warum muss ich denn jetzt einen speziellen Finish-Move machen? Ich verstehe das nicht. Und wieso wehrt er sich immer noch, wenn ich ihn eigentlich finishen soll? Bei Mortal Kombat, da stehen die ja auch quasi betäubt da, dass man noch den letzten Move machen kann. Aber Start springen, ey. Oh, aber auch, guck mal hier. Wenn ich auf Start springe und den nach oben mache, dann macht er den Supersprung hier. Start, ne? Ist so das Springen? Und Start nach oben? Warum haben die nicht einfach... Ich weiß nicht. Die Taste haben sie halt für irgendwelche Kombos mitbenutzt nach oben, ne? Aber... Ja, ganz ehrlich, ich habe keine Lust mehr. Das Spiel ist echt Müll. Da hätte man wirklich einiges draus machen können, aber wenn wenigstens nach oben springen wäre. Das ist ja bei diesen Spielen aus diesem Genre, ist das ja Standard.
Verstehe ich nicht, echt nicht. Naja, aber danke, dass ihr reingeschaltet habt und danke an den Hudi für den Wunsch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.